Hallo liebe Freunde des Spurgeblocks, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Wie ihr vielleicht am Einspieler gesehen habt, geht es heute um Kehrschleifen. Wie ihr wisst, können bei zwei Leitersystemen keine Kehrschleifen ohne weiteres realisiert werden, wie die folgende Grafik zeigt. Damit kein Kurzschluss entsteht, muss die Kehrschleife isoliert werden und mit einem Kehrschleifenmodul gesteuert werden. Ich habe mir das Kehrschleifenmodul von Massot rausgesucht, um die Kehrschleife damit zu steuern. Massot liefert alles mit, was man braucht, um die Kehrschleife aufzubauen. Massot schlägt zwei verschiedene Varianten vor, um die Kehrschleife zu realisieren. Entweder man schließt das Ganze über Sensorgleise an oder über Rädkontakte. Die Variante mit den Rädkontakten ist bei schlechten Wetterverhältnissen vielleicht die bessere. Da ich aber ein Schönwetterfahrer bin, habe ich mich entschlossen, das Ganze mit den Sensorgleisen auszuprobieren, wie ihr hier seht. Beim Anschluss müsst ihr euch unbedingt an die Anleitung halten. Ich hatte die Gleiszufuhr von dem Modul verkehrt rum gehabt, mit dem Ergebnis, dass die Kehrschleife nicht funktionierte. Nachdem ich dann alles richtig angeschlossen hatte, funktionierte die Kehrschleife problemlos. Obwohl das Kehrschleifengerät von Massot natürlich für den Karten vorbereitet wurde, empfiehlt Massot, es wasserdicht unterzubringen. Ich habe dafür einen alten Schaltkasten genommen. Prinzipiell ist das Kehrschleifenmodul von Massot ziemlich einfach anzuschließen. In der Praxis muss man sich nachher auch um nichts mehr kümmern. Alles passiert automatisch. Mehr Informationen zu dem Kehrschleifenmodul von Massot findet ihr auf der Homepage von Massot. Zum Schluss möchte ich euch zeigen, wie das Ganze in der Praxis ziemlich einfach funktioniert. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und wir sehen uns bald wieder auf www.spurgeblock.de. Bis dann!